Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir ein Spiel, das ich schon lange spielen wollte, und zwar Katie Rain. Das ist ein Spiel von Glifftop Games aus dem Jahre 2016, wo man spielt eine junge Studentin. Und der Untertitel sagt ja schon, A Detective is Born, die sich mit Detektivarbeit befasst. So, jetzt muss ich kurz mal schauen. Ich stelle mal das auf Deutsch um. Also, Sprachausgabe ist Englisch. Texte sind auf Deutsch. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass es das auch auf Deutsch gibt. Und ich würde sagen, ja, worum es genau geht, weiß ich ehrlich gesagt selber nicht ganz genau. Außer, wie gesagt, das, was ich jetzt eben gesagt habe. Und ich würde sagen, lass uns doch einfach mal ein neues Spiel starten und uns das Ganze mal anschauen. Hey, you. Hey. Oh, man. Oh, God, this is so comfy. I'm just gonna lie here and suffocate on my own vomit now. I had a thing I wanted to tell you. Uh-huh. This room sure looks different when it's spinning. So, I was browsing through the used book ads in the paper when I... Listen, Eileen, I'm totally excited about books right now, but... Wait, hear me out! So, I noticed this article about a war veteran from Conwell Springs who just died. I remembered that you used to live there and everything, and... Oh, how I wish for joyful, blissful sleep. And get this! His name was Joseph. Joseph Rain. What did you just say? You knew him, right? I knew it! I knew you'd know him! Okay, und hier haben wir unsere erste Dialogauswahl. Und ich würde sagen, das ist Katie, und die war spielen. Und ja, ich würde sagen, sie hat ein bisschen zu viel in einen Becher geschaut. Nicht drüber reden, Ewigkeit nicht mehr gesehen. Oh, nehmen wir das hier, denke ich. Yeah, he is, was my grandfather. Hey, wait a minute, I never told you where I grew up. Oh, well, I might have sort of looked you up. That is not cool, Eileen, seriously. I just couldn't help myself. Well, one of these days you're gonna help yourself to a restraining order. I'm just telling you this as a friend. I know. Well, anyway, you should know that the funeral is tomorrow. Okay. Are you gonna go? I don't know. Good night, Eileen. Good night, Kathy. September 25, 1995, Tag 1. Oh, God, make it stop. Ja, ich schätze, das müssen wir wohl selber machen. Wecker anschauen, ausschalten. Eileen's obnoxious alarm clock. The noise makes me want to stab myself with something dull. Oh ja, das kann ich verstehen. Looks like Eileen left a note for me here. Hi, Kat. Since it's such a long drive, I set the alarm so you won't miss the funeral. Thank me later. E. I'm so getting a new roommate. Aber sie meint's doch nur gut. Well, I guess I should get going. I'm late enough as it is. Sie meint's doch wirklich nur gut. So, aber ich muss sagen, also allein schon die Optik gefällt mir ziemlich gut. Die Bewegungen könnten vielleicht ein bisschen flüssiger sein. Aber die Optik gefällt mir sehr gut und bisher macht es einen sehr, sehr guten und positiven Eindruck, finde ich. So, es gibt auch eine Hotspot-Anzeige, das ist auch schon mal ziemlich klasse. Schauen wir uns erstmal komplett um hier. Schedule. There's a note for today. Set alarm clock for Kathy. Can't have her miss the funeral. Ja, sie meint's wirklich gut mit uns.
Looks handcrafted. Probably something she made in woodworking class. Well, either her or one of her 12 siblings. 12 Geschwister? Wow, das ist viel. Honestly, she can believe in what she wants, as long as she doesn't try to shove it down my throat. Ja, und das finde ich eine sehr gute Sache. Also das, was sie hat. Sie darf an dem glauben, was sie will, solange sie einen damit in Ruhe lässt und nicht versucht zu missionieren. So, was haben wir denn sonst noch da? It's a promo poster Eileen got for being an extra. She tells everyone who walks in here the same joke. Spoiler alert, the boat sinks. Ah, das ist doch Titanic, wenn ich es richtig sehe. Nett. Eileen makes her bed with surgical precision. Ja, und dein sieht auch ein bisschen eher, naja. Would be fun, but a bit too childish. Even for me. Okay, was haben wir? Ja. Was haben wir sonst noch alles da? Kreuztermin, Koffer? Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Eileen Mildred Summers. Mildred. Oh my god, I'm gonna get her for that. I wish I could wrap up that fact and save it for Christmas. Okay. Arme Eileen. Was haben wir sonst noch da? Make-up check, hair check, horrible mood and contempt for humanity check. Hehehe. Ja, sie ist mir schon sympathisch. Eileen's closet, filled to the brink with inherited clothes and Christian joy. I can certainly see the appeal of blindly rummaging through Eileen's clothes, but seriously, I've got better things to do. Okay, was haben wir sonst noch alles da? Schrank, Spiegel, Poster. I think that movie is about a girl and a boy who hate each other at first and then they fall in love for no reason at all. Oh, wait. That's every romantic comedy ever. I'm fairly sure it's about some guy who falls in love with his golden retriever. Weißt du, heute kannst besorgen. Errungenschaft freigeschaltet. Yay. Was haben wir sonst noch alles da? Noch den Teddy und das war's von der Seite. We meet again, Mr. Bear. Don't give me that look. It's not my fault you ended up so close to my lighter. Ei. Color printer. Super fancy, apparently. A fact which Eileen loves to remind me of. Okay. Drucker, Terminkalender, Computer, Scanner. Aha. Werden wir was scannen müssen? It's some advanced scanner thingy. It can scan pictures, tapes, all sorts of stuff. Wobei, es hört sich nicht so an, als ob wir hier nochmal herkommen würden, von daher, Eileen borrowed it from school. She takes a bunch of computer classes. I'm no geek, but I know how to use one. A computer, that is. Not a geek. Okay. Our room phone. It's got an external line. Oh, wir können jemand anrufen. Just a phone. Wohnheim, Kontakte. Oh, nur das Wohnheim. Aha. Not that I don't love the sound of my own voice, but... Ah, das ist die Nummer, die sie, ja, das ist... Wir haben gerade versucht, uns selber hier anzurufen, von dem Telefon aufs das Telefon. Okay, das heißt, wir rufen da wahrscheinlich öfters mal an. Naja, was heißt öfters? Ab und zu mal. So, gehen wir mal auf ihre Seite. One of my favorite horror movies. My electric guitar. Got it cheap from a lesbian I met at a concert. Good times. Help me get rid of my last two roommates. Okay, können wir da tatsächlich jetzt spielen? Nah, it's no fun when there's no one around to annoy with it. Ah, schade. Das hätte ich jetzt gern gesehen gehabt. Messy. Just the way I like it. Nah, I just got up. Okay, was haben wir sonst noch? Wir haben noch zwei Poster und das war's dann auch schon. Pulp Fiction. Love that flick. Just some random band poster. Also, man muss aber auch sagen, der Unterschied zwischen den beiden, zwischen Eileen und Katie, ist extrem groß. Ja, der ist wirklich ziemlich extrem groß. So, das ist wahrscheinlich das Inventar. Was haben wir denn da drin? Wir haben ein Notizbuch.
I'll write down clues in this as I find them. Okay. I haven't written anything in it yet. Alles klar. Eine Elektroschockwaffe. Oh. A girl can never be too safe. NZ-500 self-defense stun gun. Fully charged. The only thing my deadbeat dad left me. My trusty Zippo. Running a bit low on fuel. There's a crude inscription, BH, which is a mystery to me. Okay. Werk. Schachtelzigaretten, das ist ja ekelhaft. Also, sie ist leider eine Raucherin. Ja, ich halt nicht viel von diesem Giftzeug, muss ich ganz ehrlich gestehen. Started when I was 12 and never looked back. Pretty much the only thing keeping me sane. Das glaubst du vielleicht. My smokes, about a half a pack. Ich hoffe, wir werden nie in die Gelegenheit kommen, hier auch zu rauchen. Hoffe ich jedenfalls. Bäh, für Devil. So, lass uns doch mal gehen. Wir haben noch eine weitere Fahrt vor uns. Aha. Ah. Und ein schönes Motorrad fährt sie. Friedhof. Naja, fahren wir mal zum Friedhof hin, hätte ich gesagt. Ja, das ist schön gemacht. Mit dem Ortswechsel. Also, der Aussuchen, wo man wohin fahren kann. Das ist schon irgendwie cool. Gar keiner da. Well, here we are. God, I really need a smoke. Does anyone object? Yep. Guess not. Dead people rule. So, jetzt können wir was machen. Ich finde es doch schon irgendwie seltsam, dass hier gar keiner ist. I'm late for the funeral. Ja, okay. Die ist wahrscheinlich einfach weiter hinten drin. Schätze ich mal. Ah, ja. We are gathered here today to honor a person of great integrity. A pillar of the community and a decorated war hero. His name was Joseph Irving Rain. We all remember his warm heart, his compassion. And his eagerness to help others. His passing, while our loss, is surely heaven's gain. Now we entrust our brother Joseph to God's mercy. We commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, who will transform our frail bodies so they may be conformed to his glorious body, who died, was buried, and rose again for us. To him be glory forever. Amen. Oh, Kathy, you big baby. Just talk to her. Ja, dann sollten wir's machen. Mrs. Rain. Wahrscheinlich ihre Mutter, oder? Mary Elizabeth Rain, my grandmother on my father's side. Großmutter. Excuse me, Mrs. Rain? Have we met, Anne? You look strangely familiar. It's me. It's Catherine. Catherine who? You don't recognize me? I guess it's been a while. I might be a bit taller than you remember me. Kathy? Bless my soul. Look at you, all grown up. Oh, how I wish Joseph could see you now, finally coming home. Let's hope he can. Wherever he is. A comforting thought, dear. Lord, how long has it been? 10 years? 15? 15 sounds about right. I was 6 when Mom took me away. Goodness, we have some catching up to do then. I want to know everything. Listen, I'm not quite ready to leave yet, but why don't you join me at the house in half an hour? Sure, I'd love to. I passed it on my way here. It shouldn't be too hard to find. I'll see you soon, then.
I'm so glad you found your way back home. I can't wait for us to have a chance to talk. Same here. See you in a bit. Neuer Schauplatz hinzugefügt. Mary Elizabeth Rain. Ja, das kennen wir schon. Reden können wir wahrscheinlich nicht mehr. We can talk more. Ja. The coffin is lowered, but the grave hasn't been filled up yet. Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. Ja, da muss irgendwie ziemlich was schief gelaufen sein. Und anscheinend hat ihr Vater ziemlich was damit zu tun gehabt. Joseph Aaron Rain. Mhm. Conwell Springs looks smaller than I remember it. Und das ist wahrscheinlich die Stadt an oder Dorf, in dem sie aufgewachsen ist. I never thought I'd return to this place. Ob das irgendwie was bringt, die alle anzuschauen? Keine Ahnung. It says Price. A family mausoleum. The family must have been fairly rich. Those things don't come cheap. No reason to go in there. Ja, wieso auch? Ah, ich glaube, die Grabsteine müssen wir uns nicht anschauen. Oh, aber wir können mit dem Priester mal reden. It's the priest who performed the service here. You don't want to get me started. Let's just say, me and the humble servants of God have a history of not getting along. Okay. I'm sorry for your loss. Thanks. If you wish to find God, the Church of the Holy Trinity is always open to you. Is that so? Here, have a brochure. It's never too late to turn away from the path of sin. Was soll ich dann in meiner Freizeit anstellen? And what makes you so sure I'm on a sinful path, Father? Wouldn't you say that prejudice is but a small step from the seven big ones? I simply meant that we are all sinful creatures, child. I hope to see you at the church. Don't get your hopes up, buddy. I'll pray for you. I wish you comfort in this time of grief. Also bisher muss man sagen, ich sehe jetzt noch keinen Story-Inhalt oder sonst irgendwas, worum es geht. Aber es ist sehr schön gemacht, sehr atmosphärisch. Und der Rest wird wahrscheinlich auch noch kommen. So, dann fahren wir natürlich jetzt hierher. Vom Friedhof kommen wir ja gerade. Oh, Grandma, anybody home? Hat anscheinend angefangen zu regnen. Ah, anscheinend noch nicht zu Hause. There's nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Geht sie schon wieder? Nee, oh, okay. Das war ich jetzt nicht so gedacht. Das war nicht so gedacht gewesen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man einfach wieder gehen kann. So, da sind wir schon wieder. Schauen wir uns weiter um. A mere single pair of boots on display. Boy, do we live in different worlds. Nice black leather coat. Right up my alley. Nice black... Ah, okay. Das war's selber. Oh. Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. An old wheelchair. Not too dusty. Probably used recently. Huh. Never seen this around. Grandpa must have used it towards the end. Dogfighting. Grandpa used to love that stuff. Ah, nicht da hochgehen. Nein, nein. Okay. Ich wollte eigentlich noch nicht da hochgehen. A lamp on the ceiling. Nothing special about it. Ist natürlich auch immer die Sache. Ja, ich wollte eigentlich das Bild anklicken und habe nicht gemerkt, dass ich das Obergeschoss angeklickt habe. Ha. Klasse. Was haben wir denn sonst noch alles hier? A small table lamp. A wedding photo from when my grandparents married. They look younger than I am now. Things have sure changed. It's a photo of this very farm from way back. It says June 12, 1910 in the corner.
some kind of winter forest scene. I've always wondered if it's supposed to be Conwell Woods or not. These should come in handy when I need to make calls. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal noch nicht machen. So, dann haben wir, glaube ich, alles angeschaut. Dann können wir ins Obergeschoss gehen oder zur Wohnzimmer. Ich hätte gesagt, wir gehen erst ins Wohnzimmer rein. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.